Ja, herzlich willkommen. Jetzt habe ich hier die Grafikoption auf automatisch gestellt, wo ich jetzt mal denke, dass das ja passend zu meiner Grafikkarte ist. Ist natürlich schon extrem grell hier das Sonnenlicht. So, gucken wir mal, ob wir hier. Wir müssen irgendwie mal so einen kleinen Kampf machen gegen irgendwelche Ratten oder gegen Gezücht, damit wir so ein paar Punkte mal bekommen. Was haben wir hier? Den Schmied, okay. Unsere Waffen sind ja eigentlich nicht kaputt. Imanstation, was ist denn das? Imanstation. Ihr steht am Eingang des Imanstadions. Von drin könnt ihr Zuschauer rumoren hören. Wollt ihr euch ein Spiel ansehen? Der Eintritt kostet nur einen Heller. Ja. Heute spielt die Havena Bullen gegen die Vorwärts Kendra. Die Keilerei dauert eine Stunde. Dann hat die Havena Bullen mit 4 zu 2 gewonnen. Schade, dass hier kaum gewettet wird. Ihr hättet sicherlich einen Batzen Geld gewonnen. Okay. Und schon haben wir teilgenommen an diesem tollen. Ja, das Wasser sieht natürlich schon ziemlich geil aus. Ich finde den Licht-Schatten-Kontrast ein bisschen sehr stark. Aber es ist schon ganz schick. Taverne. Vielleicht kriegen wir hier einen Auftrag in der Taverne. Einen anderen noch. Mal gucken. Vielleicht hat er uns ja hier was zu erzählen, der. Wer ist das denn? Bist du der? Die Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es viele Betrunkene und nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt ist damit beschäftigt, seine Gäste zu bedienen. Der Wirt schaut euch fragend. Der Wirt füllt ein paar Krüge. Der Wirt beachtet euch nicht weiter, sondern wendet sich anderen Gästen an der Theke zu. Gelegentlich wirft er jedoch einen versteckten Blick zu euch hinüber. Der Wirt bringt euch das bestellte Bier. Ihr wolltet noch etwas anderes? Ihr habt doch sicher Informationen. Das wohl. Was wollt ihr denn wissen? Naja, nichts Spezielles. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel. Aber ob euch das Im weiterhilft, alten weiß ich natürlich nicht. Gdalf ist jetzt eine Akademie. Ich habe gehört, die hätten letztens einige Schwierigkeiten gehabt. Das könnte doch die Magierakademie sein. Damit können wir weniger anfangen. Vielleicht kann ich euch ja noch mit ein paar weiteren Informationen weiterhelfen. Tritt zu euch an die Theke Ein und Mann. mustert euch kurz. Sein Blick trifft eure Waffen und er zieht erstaunt die Augenbrauen hoch. Darf Ihr ich? seht müde aus, müde und durstig. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Aber gerne doch. Wirt, bring dein gutes Hausbier für mich Genau, und meine nicht diese Freunde. Plörre vom letzten Mal. Glatzkopf. Gestatten, Ja, stets zu Olvers. Diensten. Aha. Wir stellen uns höflich vor. Erzählt ein wenig über den Ort, seine Geschichte und von Aha. Heldentaten, die angeblich vollbracht hatte, ehe er sein Leben in ruhigere Bahnen lenkte. Das für euch Interessanteste, das zu berichten weiß, ist Folgendes. Die Drahtzieher sitzen im Eisenhof. Ja. Tja, meine neuen Ich muss Freunde, jetzt nach Hause. auch ich muss jetzt leider nach Hause. Bis wann? Oh, was Ihr gibt's denn noch schaut alles? euch ein wenig um. Es hat sich nicht viel getan. Ein paar Gäste haben die Taverne vielleicht verlassen, aber dafür sind andere Besucher eingekehrt. Ein Auelf hat eine Handharfe ausgepackt und stimmt in einer Ecke ein wunderschönes Lied an, das leider kaum Beachtung findet. Wollt ihr? Wir wollen uns auf den Heimweg machen. Ihr bezahlt euer Letzt. Als ihr nach draußen geht. Ja, tschüss.
hat wohl etwas über den Durst getrunken. Oh. Es bereitet sichtlich Schwierigkeiten, geradeaus zu gehen. Oh weia. Nach einigen weiteren Schritten übergibt sich geräuschvoll unter den einiger Passanten. Betrunken sind sie. Naja. Müssen wir durch. Was ist denn hier? Otterskin der Sturmkinder. Ah, es gibt verschiedene. Hier steht vor einem etwa dreischild hohen Palisaden gekrönten Wall. Durch den ihr nur durch ein gutes... Wollt ihr höflich um Einlass bitten? Tut uns leid, aber Fremden ist es nicht erlaubt, die Otterskin der Sturmkinder während deren Abwesenheit zu betreten. Gut, da wir ja noch fremd sind. Einfaches Haus, kurze Hosen sind hier auch modern. In Torwall. Der alte Fluchtturm. Können wir da rein? Ach nein, was ist denn das? Da sind zwar Menschen drin, aber mit denen können wir nicht sprechen. Da gibt es sogar Pferde oder was? Was ist denn das? Ach nee, der Marktstand. Was wir jetzt bräuchten, wäre so ein kleiner Kampf. Einfaches Haus in Tor, weil die Drahtzieher waren ja die Dingsbums. Mal gucken, ob wir hier schon in unserem Tagebuch einen neuen Eintrag haben. Aufgaben. Ah, hier andere Probleme in der Zwingfeste. Es scheint Probleme in der Zwingfeste zu gehen. Ihr solltet Meister Dramosch danach fragen. Okay. Da müssen wir jetzt nur rauskriegen, wo die Zwingfeste ist. Achso, hier bin ich ja reingekommen. Wo sind die Zwingfeste? Oh nee. Vor allen Dingen, die Auftraggeber sind dann irgendwie immer so an einer ganz anderen Ecke. Wäre es nicht praktisch, wenn die Zwingfeste dann irgendwie ein bisschen gleich in der Nähe wäre? Aber vielleicht ist sie ja hier. Vielleicht sollten wir einfach mal geradeaus weitergehen. Vielleicht kommt ja dann irgendwie sowas in der Art. Hier ist ein Schmied, okay. Da ist ein Huhn. Eine Kuh. Guck mal, wie schön die Berge da hinten sind. Wow. Ah ja. Bisschen abgehackt hier. Ich hoffe, das ist jetzt, so, wenn man zuschaut, nicht zu schlimm. Hier ist nochmal, ist es wieder so ein verschlossener Bereich hier? Ach, das ist hier, wo die Wachen davor stehen, okay. Hier komme ich ja auch nicht lang, oder? Kann ich hier am Rand langlaufen? Ah, sehr praktisch. So, dann sag mir doch mal, meine lieben Freunde, wo ist denn die Zwingfeste? Ich kann hier auch keinen so richtig fragen. Guck mal, er hier. Steht da ganz alleine, sehr auffällig rum. Otterskin der Geraldsons. Also kann man ja eigentlich doch mit denen sprechen. Ihr steht vor einem etwa drei Schritt hohen Palisaden gekrönten Wall, durch den nur bla. Wir wollen höflich um Eingang bitten. Um Einlass bitten. Zutritt verboten. Erst wenn der wieder da ist und so weiter. Okay. Achso, können wir eigentlich rein. Ich suche jetzt die Zwingfeste. Wo finde ich die Zwingfeste? Die Zwingfeste müsste doch eigentlich... Da hinten ist ja wieder unser schwarzer Finger, glaube ich, hieß das Ding. Die Zwingfeste... Andererseits war auch was mit einem Magier, glaube ich. Ein Gespräch von einem Magier. Vielleicht mal in den Magierturm gehen. War da nicht irgendwie, es gibt Probleme im Magierturm oder so? Können wir ja mal gucken. Der war doch hier in der Nähe. Dass wir hier irgendwie mal so eine kleine Quest mal machen können. Eine ganz kleine Mini-Quest vielleicht. Aber erstmal gucken wir, was das hier ist. Der schwarze Finger, genau. Und soweit ich mich erinnern kann, waren dann diese Magier-Dingsbums da hinten, oder? Gucken wir einfach mal vorbei. Magier-Dingsbums.
Wir haben uns ja jetzt schon... Da, ha? Das ist es doch. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen ausgerüstet. Ich würde jetzt gerne mal so gegen ein, zwei Ratten oder so kämpfen oder irgendwo was finden. Wir haben hier auch noch nicht mal eine Pflanze gesehen, so kräutermäßig, die wir einsammeln können. Magierakademie. Ihr steht vor der Schule der Hellsicht, der Torvaler Magierakademie. Ein junger Adept fragt euch nach eurem Begehr. Achso, einer von uns ist verflucht, wir brauchen Hilfe, wir möchten ein Artefakt analysieren lassen. Verkauft ihr Wundertinkturen? Ja, können wir ja mal fragen. Wendet euch an den Apothekarius Hesinde zum Gruß. Tschüss. Danke. Gut, das war dann doch nicht in dem Sinne der Magierturm, sondern eher so eine Art Zauberladen. Ah, das ist hier mit der... Ich muss mal die Grafik noch ein bisschen runterstellen. Das ist irgendwie zu... Ach, fantastisch, hat er automatisch, habe ich gesagt. Da stellt er mich auf fantastisch. Machen wir mal auf gut, was passiert dann? Gut, ist doch auch schick, oder? Es ruckelt nicht ganz so doll. Oder? Es ruckelt immer, egal. Man kann auch auf schlecht stellen. Es ruckelt trotzdem. Ist mir aber egal. Ich lasse mich davon nicht abhalten. Ich spiele hier weiter. Kann auch nicht sein. Das Wasser ist ja jetzt sehr schlecht. So, ich will jetzt hier unbedingt mein Abenteuer erleben. Hier komme ich nicht rein, ist irgend so ein Fischerhaus oder was? Was ist dahinter? Kann man da rumgehen? Ist da vielleicht noch eine geheime Tür? Sehr schöne Texturen. Die Sonne scheint da tatsächlich in Strahlen durch diese Wolkenritze. Sehr hübsch gemacht. Hier sind welche, die ein bisschen rumalbern. Einfaches Haus in Torval, okay. Da wohnen eigentlich... Die hatten wir doch schon, ne? Was ist denn da? Was war denn da? Was ist denn ein Huhn? Guck mal, wo sind denn hier Pflanzen, die ich pflücken kann? Ich würde gerne mal ein Kraut pflücken. Und hier bin ich jetzt auch schon auf einer Straße, die außerhalb von Torval ist. Da oben? Wo geht's da hin? Geht's da wieder nach Torval? Uiuiui. Der fällt richtig, wenn's hochgeht, wird da ein bisschen langsamer. Es fällt ihm schwer. Fällt ihnen schwer, den Leuten hier. Wow, was ist das denn? Die Sonne. Guck mal, wie die Sonne da durch die Blätter durch scheint. Nicht schlecht. Dü-lü-lü. Frag mich nicht, wo ich gerade hingehe. Ich guck jetzt auch mal. Ich gucke jetzt auch mal nicht auf die Karte. Ich laufe hier mal weiter. Da kommen geht's hier natürlich wieder nicht weiter. Da haben wir hier so ein Tor. Ach, ein Lagerplatz. Okay, gibt's da was Schönes für uns? Ein Schild. Können wir das aufheben? Ey, sag nicht, das Schild ist Deko, Alter. Oder? Das Schild ist Deko, oder was? Der ganze Lagerplatz ist Deko. Oder wie? Was ist denn hier? Kann ich da hochklettern? Da liegen doch Sachen. Da lag doch Kohle oder so. Da hinten. Ich will die Kohle oder was hier. Die einsammeln alles. Guck mal, hier liegt doch ein Zettel. Der ist doch bestimmt, damit ich ihn nehmen soll. Oder nicht? Hier hinten diese Kohle, da kann ich gar nicht ran. Hier kann ich auch nicht schlafen. Aber ist doch total sinnlos, oder was? Guck mal, oh, also das ist natürlich, sieht man nicht so oft solche Effekte. Die Sonne geht immer weiter unter. Haben wir ja bald schon Nacht. Gut, hier geht jetzt so ein langer Weg, der da hinten an diesem Turm endet. Was haben wir da? Es sieht mir aber sehr nach Wasserfall aus. Guck mal, wie klein wir sind. Haben wir jetzt hier irgendwie den falschen Spieler aktiviert? Immer noch so klein.
Vielleicht sollten wir hier mal, wenn es hier schon geht, irgendwie ins Umland reingehen, dass wir mal einen kleinen Kampf machen. Also hier ist ja definiert, dass wir durch diese Mauer jetzt, aber da ist ja der Wald. Wir können doch jetzt einfach mal in den Wald gehen, in der Nähe von Torwall. Und da mal irgendjemanden platt machen oder so. Scheinbar kann man ja hier frei mal kurz an meinem Bart kratzen. Entschuldigt bitte. Sonst nicht so meine Art. So. Hallo? Im tiefsten Gestrüpp, hier müsste doch irgendwo mal eine Ratte sein. Oder zum Beispiel, wo kriege ich denn Kräuter her, wenn ich jetzt hier kein... Oh, guck mal, ein Hirsch. Hallo, Hirsch. Wo kriege ich ein Kräuter her, wenn ich hier gar nichts einsammeln kann? War es nicht früher so, dass man, hat man dann das Kraut gesehen? Das, oder war es nur bei Gothic 1? War es bei Sternschweif noch nicht? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Man hat doch da auch immer Kräuter gesammelt und so. Oder war das nur beim Übernachten? Standen die nicht so rum und man hat die abgepflückt? Seht doch mal, wie lange das schon her ist. Also der Wald ist schon mal ziemlich cool. Ich werde mal trotzdem versuchen, mich weiter hier in den noch nicht erkundeten Bereich rein zu schleichen. Ein gewisses Areal ist ja dann wohl doch frei erkundbar. Was ist denn das da hinten? Das ist bestimmt schon wieder Torwall. Ja, da kommen schon wieder die ersten Torwallhäuschen. Es wird ja auch langsam dunkel. Ja, das hätte ich schon cool gefunden, ja, wenn man jetzt hier da mal einen kleinen Kampf hätte machen können. Oder so ein schöner Dungeon wäre doch auch mal was. Gemischt waren brauchen wir nicht. Ich will eigentlich nur eine kleine Quest haben. Hier waren wir auch schon zigmal. Ich meine, es ist ja auch nicht so intuitiv, dass man jetzt irgendwie die Quest sofort hier geboten bekommt. Wahrscheinlich muss man wirklich noch mehr mit den ganzen Spezies hier reden, um da ein paar Questies zu bekommen. Fenster klopfen gibt's nicht. Schmiede, hier waren wir doch auch schon ein paar Mal. Was ist denn das hier? Der Himmel, nachts einen Mond haben sie nicht, oder? Gibt's hier auch einen Mond? Von hinten kommt doch Licht, oder? Könnte sein, dass es auch einen Mond gibt. Ach ja. Hier haben wir natürlich wieder eine Herberge, okay. Ah, einfaches Haus. Diese Türen hier, diese langweiligen Türen. Nein. Ich habe jetzt gedacht, man erkennt an den Türen, ob das wichtige Häuser sind oder nicht. Aber scheinbar nicht. Gemischt waren, ja, ich habe gar kein Geld mehr. Ich habe auch hier noch nicht ein Kraut gesammelt. Wo kann ich denn jetzt das ganze Zeug alles sammeln? Komm, wir gehen hier einfach mal in den Hesinde-Tempel. Irgendwas müssen wir ja mal machen. Und da sind ganz viele Leute drin. Eure Bitten um ein Wunder werden nicht erhört. Und da beten wir mal. Eure Bitten um ein Wunder werden erhört. Nicht erhört. Okay. Bitten um ein Wunder werden nicht erhört. Gut, da müssen wir mal gucken, wer hier als Schutzgott die Hesinde hat von uns. Schutzgott Boron, Raya, Persine, Raya, Ifrit, Parios, okay. Was spenden konnte man noch auch, oder? Opferstock spenden. Naja. Wenn die Bitten nach einem Wunder nicht erhört werden, dann müssen wir natürlich wieder rausgehen. Ja, und wir sind immer noch auf der Suche nach einem schönen kleinen Quest. Wir haben ja im Prinzip schon einen. Was ist denn das hier für ein toller Laden? Wir haben noch im Prinzip Heiler, okay? Können wir bloß nichts mit anfangen im Moment. Wir haben ja im Prinzip schon einen, und zwar, dass wir nach Felsenstein sollen. Vielleicht ist es ja unser Hauptquest. Ich
Ja, wisst ihr was? Dann werde ich jetzt mal einfach, bevor ich hier lange suche, mal versuchen, im nächsten. Ist das hier ein Wegweiser? Nee. Da werde ich einfach mal versuchen, in der nächsten Folge mal nach Felsenstein zu reisen. Ist doch egal. Ja. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Lebensmittel. Hier. Gemischter Marktstand. Der hat ja nicht so viele. Nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Ist er hier hängen geblieben auf dem Marktstand oder was? Ach so, ich bin hier immer noch. Muss ich erstmal raus. Gut, was gibt's denn hier noch? Marktstand gemischt. Was hast du denn so? Gut, aber keine Lebensmittel. Schleifstein. Ach so, um die Waffen noch zu schärfen, ja? Laterne, 1 Dukaten, 7 Heller. Wir haben nur noch 5 Silberlinge. Na egal. Gehen wir mal wieder raus. So. Gut, wir treffen uns morgen hier wieder. Und dann gucken wir mal, dann reisen wir wirklich einfach mal. Weil das ist ja schon Quest und dann reisen wir mal dahin und reden dann mit diesen Menschen. Vielleicht muss man das ja so machen, damit man hier weiterkommt. Und ich sage an dieser Stelle auf Wiederhören, bis morgen.